Moin Moin in St. Peter-Ording. Moin Moin ihr Lieben, ich bin wieder für euch in St. Peter-Ording unterwegs und heute ein ganz, ganz köstlicher Tipp. Das Café Riecherzoo. Es ist ein wirklich altes Reetdachhaus und hat eine Innen- und Außengastronomie. Es gibt selbstgemachten Kuchen und selbstgemachte Torten nach Großmutters Rezepten. Es ist wirklich köstlich. Es ist idyllisch hier. Es ist mit dem Fahrrad 10 Minuten vom Dorf in St. Peter-Ording entfernt und es ist hier einfach, ich fühle mich hier einfach jetzt schon wohl und ich zeige euch jetzt aber, was es uns da drin erwartet. Moin Moin ihr Lieben, ich bin ja wieder für euch in St. Peter-Ording unterwegs und habe hier heute was ganz Zauberhaftes entdeckt. Und zwar ist das Künstlercafé der Richardshof. Und zu meiner Linken die Chefin des Hauses Marcella und der zukünftige Ehemann Sebastian, wir dürfen uns nutzen. Die haben das wieder aus Familientradition hier aufgebaut und haben hier wieder ein ganz tolles Café uns präsentiert mit selbstgebackenen Kuchen und auch selbstgemachten anderen Snacks, wo man sagen muss, dass die Marcella vorher gar nicht gebacken hat. Das ist alles erlernt von Schwiegermutter und das sind alles Rezepte aus dem Haus. Es ist ein altes Reetdachhaus mit einem zauberhaften Anwesen, eine Innen- und eine Außengastronomie mit Parkplätzen dabei, heute ganz wichtiges Thema. Liebe Marcella, und du bist mit Leib und Seele dabei. Ja. Und backst auch alles selbst. Ja, das backe ich alles selbst. Und genau, wie gesagt, ich habe das von meiner Schwiegermutter gelernt. Und ja, jetzt mittlerweile habe ich auch meine Sachen noch dazu gebracht. Und du hast eine neue Sache mitgebracht. Das ist dieser norddeutsche Butterkuchen mit Sahne und Eierlikör. Und der ist warm. Und ich probiere mal, ob es auch gut schmeckt. Ob du bleiben darfst, Sebastian, ne? Ist ja wichtig. Ganz, ganz lecker. Ist da Marzipan mit drin? Nein, ja. Nein, Mandeln. Oh, sehr, sehr lecker. Diese Torte probiere ich ganz alleine. Aber sie sieht super aus und sie wird auch schmecken. Wir danken euch, dass wir kommen durften. Sehr gerne. Und wünschen euch viele, viele nette Gäste hier in St. Peter-Ording. Und ein kleiner Tipp noch, wenn ihr nicht wisst, wo ihr schlafen sollt, dann kommt doch einfach zu mir in meine Ferienwohnung watt-will-mann-mir.de und dort findet ihr sicherlich eine Koje zum Kuscheln und zum Kaffee trinken. Müsst ihr unbedingt hierher kommen. Vielen Dank. Danke dir.